Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 2020 Spielerkarriere mit Cristiano Ronaldo. Leute, ihr seht es schon, ich habe ein PES-Trikot an. Ja, das werde ich in Zukunft öfter tragen, denn das habe ich von Konami bekommen. Das habe ich bestimmt auch in irgendeinem anderen Video schon mal gezeigt, hoffe ich doch. Es ist zwar nicht die perfekte Größe, aber ich finde es auf jeden Fall ganz cool und habe mich natürlich mega drüber gefreut und deswegen werde ich das jetzt hier einfach tragen, weil mir das ziemlich cool gefällt. Und ja, auf jeden Fall haben wir diese Karriere lange nicht mehr gespielt. Ich persönlich selber habe sie lange nicht mehr gespielt. Ihr habt sie lange nicht mehr auf dem Kanal gesehen, weil PES ein paar Aufnahmeprobleme bei mir verursacht hat. Aber das läuft jetzt wieder. Deswegen wird es wieder Trainerkarriere geben. Gab schon eine Folge, könnt ihr auch da mal vorbeischauen. Und es wird jetzt wieder weitergehen mit dieser Spielerkarriere, ja. Auch da könnt ihr einfach mal bei der letzten Folge vorbeischauen, falls ihr die verpasst habt. Rechts oben beim i verlinkt. Da haben wir auch Länderspiele schon gespielt, blabliblub. Wir spielen auf jeden Fall jetzt im ersten Spiel gegen Basel in der Champions League und danach gegen wen auch immer in der Serie A. Ich bin gespannt, wir starten direkt rein, labern nicht so lange rum, weil wir sind eigentlich los, okay. Also, wie gesagt, verzeiht mir, wenn ich nicht so gut spiele wie sonst. ja, es lief bei uns in dieser Karriere allgemein so lala, sag ich mal. Aber verzeiht mir, wenn ich nicht ganz so on point bin, denn wie gesagt, ich habe selber auch lange kein PES mehr gespielt, habe das jetzt aber in Zukunft wieder richtig geil vor, weil ich finde ja PES vom Gameplay her richtig nice und besser als FIFA, muss ich ja ganz ehrlich jetzt hier nochmal raushauen. Vom Gameplay her an sich und deswegen habe ich hier schon Bock auf diese Karriere und auch auf die Trainerkarriere, jetzt wenn es wieder klappt. Leute, ich bin hier übrigens gerade auch am Vorproduzieren. Ich nehme aus zeitlichen Gründen nur eine Folge auf. 1:0 Basel. Was ein Dreck. Ich nehme aus zeitlichen Gründen jedenfalls nur eine Folge auf, deswegen weiß ich nicht, wann die nächste Folge kommt, aber die wird auf jeden Fall nicht zu lange auf sich warten. Ja, ich werde mich bemühen, bald wieder eine Folge zu bringen. Ah, Mann, ey. Sogar eine Kopfballverlängerung vom eigenen Spieler. Und dann das 1:0. Die spielen sehr schwach nach vorne. Habe ich auch, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. Oh, und irgendwie klappt es ja hinten offensichtlich auch nicht immer. Also, ach, und Leute, falls ihr so stürmerkarrieremäßig irgendwas feiert, dann könnt ihr auch mal bei der FIFA 20 Koop-Stürmerkarriere vorbeischauen, ja. Rechts oben beim i verlinkt. Vielleicht hier die PES-Zuschauer mögen vielleicht nicht so viel FIFA, aber das ist an sich eine richtig coole Idee und ein cooles Projekt. Zusammen mit noch einem anderen YouTuber, da sind wir nämlich zu zweit quasi ein Sturm-Duo in einer Karriere. Das ist interessant. Erste Chance hier für Juventus in der 33. Minute. What the fuck. Ja, wie gesagt, schwach nach vorne. Da geht so gefühlt gar nichts. Deswegen sind die Folgen immer relativ kurz. Ich überlege schon, dass ich bald drei Spiele in einer Folge mache. Damit da einfach mehr Material zusammenkommt. Ist halt gerade wegen dem Vorproduzieren zeitlich nicht möglich. Aber in Zukunft auf jeden Fall eine Überlegung wert. Weil hier geht halt sehr wenig. Das muss ich gefühlt selber machen, wenn hier mal was nach vorne gehen soll. Sonst spielen die da die ganze Zeit nur hin und her und das bringt dann auch nichts. Ja, der nächste Schuss. Aber das ist zu harmlos. So machen wir kein Tor, so werden wir kein Tor machen, so machen wir kein Tor. Das ist halt irgendwie Kacke. Oh! Mann, ey. Wenigstens mal ein Schuss von uns. Der erste von uns. Das ist ja richtig geil. Erster Schuss von Cristiano Ronaldo in diesem Champions League-Spiel, ja wohlgemerkt auch, in der 90. Minute. Ja, das war's. Wir lassen drei Punkte liegen. Das ist ganz schwach. 1:0 verlieren wir gegen Basel, Leute. Keine Ahnung. So, Leute, es regnet in der Juventus Allianz Stadium Arena, was auch immer. Wir sitzen auf der Bank. Ja, tatsächlich. Also, wir spielen heute nicht. Ich sitze auf der Bank. Kann natürlich eingewechselt werden. Dementsprechend heute drei Spiele in der Folge. Werde ich in Zukunft vielleicht sogar immer machen, weil halt in den Spielen wenig passiert. Ihr habt es ja gerade gesehen.
Aber mal gucken, heute ist es zeittechnisch nicht so geil mit den drei Spielen pro Folge. Aber jetzt sitzen wir auf der Bank, wir spulen einfach ein bisschen vor und schauen einfach mal, wenn was passiert, schneide ich das auch mit rein. Ja, wenn was passieren würde, dann könnte man was reinschneiden. 0-0, schwach. Auch ohne mich, schwach. Für mich spielt übrigens Bernardeschi, keine Ahnung. Der hat sich eine gelbe Karte abgeholt, einwandfrei. Vielleicht werden wir ja eingewechselt. Ach, sind wir schon. Zur Halbzeit schon, ja, ist ja geil. Und wir kommen zum Kopfball. Dreck. Meine Fresse, Alter. Mandzukic ist auch so ein Dulli. Ich habe ihm zweimal gespielt und er hat mir zweimal zurückgepasst. Statt dass er auch mal was nach vorne macht. Der Schuss kam dann von uns. Gibt wieder eine Ecke. Und wenn sonst nichts Gefährliches kommt, dann sind die Ecken wahrscheinlich das gefährlichste Mittel. Aber wenn sie wenigstens normal machen würden. Nicht mal die machen die normal. Alter, diese Mannschaft ist einfach nicht normal. Mann, der Einzige, der was macht, bin ich. Und alleine kann ich das halt nicht. Auch wenn ich gerade jetzt schon zwei, drei Chancen hatte. Ich muss sogar den Ball fordern. In PES mache ich das so ungern. Aber die machen halt sonst nichts. Weil mich das übrigens Leute gefragt haben, man kann den Ball in der Spielerkarriere mit R1 fordern. Und Latte, das auch noch. Na klar. Jetzt Mandzukic. Oh. Mann, ich habe jetzt... ich selber habe jetzt ein paar Mal aufs Tor geballert. Und dann treffen wir zum allergeilsten Pech dann auch noch die Latte. Das ist doch nicht dein Ernst. Voller Einsatz, hätte ich gesagt. Da kommt wieder kein Pass. Da kommt die Flanke wieder, Latte. Du willst mich doch verarschen, Scheißspiel, oder? Nee, das Spiel ist gut hier. Ja, ja, sehr gut. Das sage ich wirklich manchmal nur so. Aber das ist doch echt... Boah, ist das mies. Jetzt, ich erarbeite für die Mannschaft noch ein paar Chancen. Ich gebe alles, ich hänge alles rein. Dann treffe ich selber die Latte. Leg für Mandzukic vor, der auch die Latte trifft. Und jetzt köpfen wir daneben. Das war's. Da kann man sich nur ärgern. Ich bin enttäuscht. Ich bin echt enttäuscht. Bei Juventus läuft's allgemein nicht so gut. Wie gesagt, und dann probiert man alles nochmal reinzuhängen und hat dann zweimal Pech. Das ist doch doof, echt. Oh, das hätte jetzt noch gefehlt, wenn die getroffen hätten. 0-0. Einen Punkt nehmen wir mit, aber das ist nicht zufriedenstellend. Der Trainer hat jetzt hoffentlich gesehen, dass ich der Bessere bin. Dass er mich nicht auf die Bank setzen soll. Mein gut, Ronaldo ist wie gesagt nicht mehr der Jüngste. Hat gar nicht so schlecht getan. Deswegen konnte ich in der zweiten Halbzeit mehr rennen als sonst. Aber ja, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen. Also ich habe probiert, ich habe Vorlagen gegeben, ich habe Schüsse abgegeben. Weiß ich nicht. So Leute, diesmal auch von Beginn an Startaufstellung gegen Napoli. Aber Napoli ist auf Platz 1 der Tabelle mit 9 Punkten. Wir sind, glaube ich, auf Platz 7 oder so mit 5 Punkten. Ha, keine Ahnung. Ich will diese ganzen Sachen ja nicht kritisieren oder so. Nicht, dass einer jetzt sagt, so, oh, du redest PES ja voll schlecht. Das auf keinen Fall. Ich habe ja gesagt, dass ich PES cool finde und auch die Spielerkette richtig cool finde. Ich finde nur Juventus irgendwie doof. Also die Spielerkette mit Lewandowski letztes Jahr lief deutlich besser ab. Und die Trainerkarriere sowieso. Also da hast du ja alles in deiner eigenen Hand quasi. Und hier hängt halt viel von der Mannschaft ab. Und ich bin halt nur ein Spieler. Und Juventus spielt halt so, dass ich diesen Spieler gar nicht in Szene setzen kann. Jetzt kriegen wir eine gelbe Karte auch noch. Direkt am Anfang. Wie Bernardeschi vorhin. Bernardeschi, keine Ahnung. So, auch wir jetzt. Aber absolut berechtigt. Ne? Ich weiß gar nicht, was hier in der Serie A so die Derbys sind. Ich weiß auch gar nicht, ob das nicht hier sogar irgendwie ist. Ist das Derby? Nee, oder? Juventus? Ja, weiß ich nicht. Weiß nicht, was das Derby von Juventus ist, aber
Napoli ist ja schon so ein großer Konkurrent, würde ich mal sagen. Deswegen kann ich mir das fast schon vorstellen, weiß ich nicht. Oh, da können wir uns den Ball holen. Dybala, Dybala vergibt die Riesenchance. Er passt nicht. Ich habe sogar R1 gedrückt. Da kommt nix. Ah, dann verliert er halt 0-0 zur Halbzeit. Wer hätte es anders gedacht? Jetzt! Jawohl! Das gibt's nicht! Das erste Tor heute für Juventus! Yes! Paulo Dybala macht's! Endlich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich kann es ja kaum fassen. Im Grätschen, im Liegen, im Fallen, ich weiß es nicht, macht er das 1-0 in der 55. Spielminute. Oh, das war jetzt schon besser, aber auch da hätten sie schon früher spielen können. Hier haben sie zweimal hin und her gespielt, da hätten sie auch gleich schon zu mir passen können. Egal, Chance war nicht schlecht, Torwart hatte ihn, Ecke. Aus, aus und vorbei. Zwei Tore haben wir in drei Spielen gesehen, einmal von Basel und einmal von uns. Das ist schon echt, echt schwach. Ich weiß nicht, was ich verändern kann, was ich verändern soll. Wenn ihr Tipps habt, könnt ihr mir das auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, dass das so oder so ähnlich bleiben muss. In diesem Spiel waren wir wenigstens deutlich besser. Also von Napoli kam so gefühlt gar nichts. Die Abwehr hat gut standgehalten, wir hatten viel Ballbesitz, auch wenn wir daraus hätte ich... habe ich so empfunden, hätten wir noch mehr machen können. Aber 8 Schüsse, 4 aufs Tor, geht in Ordnung. Vorhin ein paar Lattentreffer hätten wir auch mehr draus machen können. Also so schlecht sind wir ja doch nicht. Sind damit auf Platz 5 mit 8 Punkten. Und Napoli haben wir runtergerissen vom Platz 1 jetzt damit quasi dann auf Platz 4. Naja, nichtsdestotrotz würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, lasst mal eine Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.